Da ist es. Mein Herz geht schneller. Das ist genau da, wo die Schatzkarte mich hingeführt hat. Das muss sein. André und sein Freund Patrick sind auf der Suche nach einer verschollenen Goldmine in Arizona. Irgendwo hier soll Gold im Wert von vielen Millionen Dollar sein. Und André meint, es endlich gefunden zu haben. Ich hab gedacht, komm, wenn er dann glücklich ist, dann fliegt er da jetzt hin und danach ist gut. Wusste ja nicht, was da noch alles kommt. Was haben wir falsch gemacht? Eine Woche vorher in der Volkshochschule Rheinberg. André, 40 Jahre, ist hier Verwaltungsleiter. Seine große Leidenschaft aber ist die Suche nach einer legendären Goldmine. Er hat schon tausende Stunden Land- und Schatzkarten untersucht. Bisher ohne einen Fund. Jetzt hofft er auf den Durchbruch. In 99,9% bin ich mir sicher, dass ich dort auf ein Goldvorkommen gestoßen bin. Zu 50% würde ich sagen, es ist die Lost Dutchman Mine, also die Legende, nach der ich auch suche. Mir geht es darum zu beweisen, dass es möglich ist, das zu schaffen, woran andere gescheitert sind. Träume muss man haben und was bin ich bereit zu geben, um sie zu verwirklichen? Ich würde nicht sagen alles, aber sehr, sehr viel. Manchmal auch auf Kosten anderer, ne? Manchmal auch auf Kosten anderer. Aber, naja, man muss ja mit sich selber im Reinen sein. Seine Frau Yvonne erlebt seit 7 Jahren einen Mann im Goldfieber. Ja, am Anfang fand ich es sehr crazy. Also, ich konnte da überhaupt nichts mit anfangen. Kann ich immer noch nicht so richtig. Also ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Der erzählt mir, ich habe dabei Google Maps jetzt die Goldmine in Arizona gefunden und da muss ich jetzt hinfliegen. Und natürlich macht man sich dann auch Gedanken, wenn er da so mitten in der Pampa dann alleine in seinem Zelt oder so. Aber jetzt mit Kindern ist ja noch mal was anderes, ne? Heute kommt Patrick zu Besuch, ebenfalls passionierter Goldsucher. Er wird André bei seiner Abenteuerreise begleiten. Ja. Wo hast du denn meine Zettel hingelegt, Schatz? André hat Patrick übers Internet gefunden. Schatz? Die beiden waren 2018 zum ersten Mal zusammen in Arizona. Kannst du dich noch erinnern, als wir bei der großen Höhle waren? Allerdings. Als wenn es gestern wäre. Weaver's Needle? Oder? Miner's Needle? Die Four Peaks. Papa. Dann liegt in diesem Bereich irgendwo die Lost Dutchman Mine, richtig? Mhm. Fish Creek Canyon, an der Stelle, wo wir die große Höhle gefunden haben, sind genau die Three Red Hills. Das ist unser Standort. Und da werden wir fündig. Ja, aber da müssen wir nachgucken gehen. Mein Vater hat mir mal, als ich 12 war, das Buch hier geschenkt. Ich hüte es wie den Schatz. Und da ist die Geschichte von der Lost Dutchman Mine drin. Das ist eine der berühmtesten Schatzlegenden überhaupt. Ein traumhaft schönes Gebiet, das ist einfach so, also da muss ein Schatz sein. Wandertraining durch den Ort. André läuft sich seit Wochen warm für die 5. und seiner Meinung nach alles entscheidende Reise in die Wildnis. Hallo. Der Rücken hält, das Gewicht fühlt sich gut an. Ja, ich bin bereit. Meine Motivation basiert 0,0 darauf, irgendwie reich zu werden. Also ich finde, mein Reichtum ist hier. Ja, meine Familie, meine Kinder, das ist mein Reichtum. Aber ja, es ist halt eher dieses Unmögliche möglich zu machen, das mich antreibt. Damit ich zeigen kann, dass man vielleicht auch gut genug ist. Also vielleicht liegt es ja irgendwo in der Kindheit, dass man denkt, man ist nicht gut genug, hat es irgendwie mit Selbstliebe zu tun. Irgendwo muss ja trotzdem irgendwas verankert sein, warum ich die Anerkennung von anderen möchte. Das ist schon nervig. Also
ganz ehrlich, mit zwei kleinen Kindern und dann, ja, ist Papa immer so viel mit sich beschäftigt und mit seinen Hobbys und du erzählst mir jetzt wieder, ja, wenn das jetzt nichts wird, dann schließt das Thema ab, ja. Ja, was ist denn, wenn es nichts wird? Also das kannst du ja jetzt nicht dein Leben lang so weitermachen und jedes Jahr dann dahin fliegen. Sag ich ja auch gar nicht. Deswegen sag ich ja, so, ich habe jetzt die Chance. Ich habe nochmal 7 Tage, die habe ich irgendwie nochmal rausgekriegt hier. Jetzt habe ich 7 Tage Zeit, zu beweisen, dass das ist. Wenn du das nicht schon so oft gesagt hättest. Ich finde, ich habe das gar nicht so oft gesagt. Naja, vor jeder Reise. Angekommen in Arizona. Östlich von Phoenix erstrecken sich die Superstition Mountains, eine Landschaft voller Legenden. In dieser Gegend lebten einst Apachen und um 1870 hat Jacob Walls, genannt der Dutchman, hier angeblich eine große Goldader gefunden. Oh, ich liebe diesen Weg allein hierhin, die Berge zu sehen. Da würde ich am liebsten anhalten und überall hoch. Weiter geht es zu Fuß in die dornige Wildnis. André meint, die Hinweise, die der Dutchman hinterlassen hat, richtig zu deuten. Deswegen sucht er in einem anderen Canyon als viele vor ihm. Es kommen jährlich etwa 8000 Abenteurer. Einige von ihnen sind in der rauen Bergwüste tödlich verunglückt. Wow, ist das geil hier. Ist das geil. Also allein diese Aussicht. Ja, es fühlt sich einfach richtig, richtig gut an. Es ist wie so ein Ausbrechen aus dem normalen Leben. Eine Woche lang wird gekämpft. Hier wird kein Wasser verschwendet. Fernab der Zivilisation. Die Lebensmittel müssen gut eingeteilt werden. In der unwirtlichen Landschaft lauern tagsüber bei Hitze Skorpione und Klapperschlangen. Nachts kann es sehr kalt werden. Morgens gibt's Müsli-Riegel, abends Cheese-Macaroni. Diese Abenteuerlust, ist dir das so in die Wiege gelegt? Nee. Also irgendwie überhaupt nicht. Ich glaube, das erste Mal überhaupt in einem Flieger saß ich mit 18. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich glaube, 7 war. Ja, und als alleinerziehende Mutter mit 4 Kindern hatte meine Mutter jetzt auch nicht ein riesengroßes Budget, um alle Träume zu verwirklichen. Ne? Also das hier ist ein Stück weit meine Selbstverwirklichung. Aber meine Frau kann jederzeit auch Sachen erleben, die sie erleben möchte. Von daher sehe ich es nicht als Einschränkung, ja, sondern ich sehe es eher als Erweiterung unserer beiden Welten. Zu Hause in Rheinberg bereitet sich Yvonne für ihre Online-Beratung vor. Sie hilft seit kurzem Menschen mit Essstörungen. Schon vor der Beziehung mit André hat sie selbst darunter gelitten und mit niemandem darüber gesprochen. Hallo Josephine, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir die Zeit für dich nimmst. Was ist denn bei dir so eine typische Situation, wo du aus emotionalen Gründen heraus isst oder wo du Heißhunger hast auf bestimmte Sachen? Langeweile. Yvonne kann sich noch gut erinnern, wie es ihr ging, als André zum ersten Mal zur Goldsuche nach Arizona aufgebrochen war. Ich hatte dann wirklich jeden Abend diese Heißhungeranfälle und habe irgendwie versucht, dieses Gefühl von alleine sein, also von Einsamkeit, dann über das Essen irgendwie zu kompensieren. Also das war nämlich genau das erste Mal, als er da auf Goldsuche war. Ich habe aber auch durch ihn, durch diese Leidenschaft quasi gemerkt, dass man an sich glauben darf und dass man seine Ziele verfolgen darf. Ich hätte mir das vorher gar nicht so erlaubt oder zugetraut, dass ich mit meinem Thema anderen Menschen helfen kann. Durch André habe ich dann eben auch diesen Mut gefasst, das letztendlich auch zu machen und umzusetzen. Ja. Am nächsten Morgen.
Der Ruf des Goldes verlangt es, dass André und Patrick hinabsteigen in einen Canyon. Ein Jahr zuvor stieß André hier auf lauter Hinweise, die zur Legende passen. Er ist sicher, die Goldmine gefunden zu haben. Lass uns mal hier reingehen. Dann kriegst du ein völlig neues Bild von der Situation. Ich finde es super spannend. Hinter jedem Stein könnte sich eine Goldader befinden. Eigentlich genau das, was wir suchen. Frage ist nur, wo ist das Gold? Eine Goldader blitzt ihnen bislang nicht entgegen, aber das heißt noch nichts. In den Steinen könnte trotzdem ein Schatz schlummern. Wo ist das gelbe Funkeln? Auswaschen, nachgucken und feiern. Nach einem mühsamen Weg zum Fluss wollen André und Patrick den Steinproben nun ihr Geheimnis entreißen. Wenig, aber. Ja, eigentlich hängt von dem Moment alles ab, ne? Also hier sollte was drin sein. Gold ist schwerer als das zerstoßene Gestein und müsste sich unten in der Pfanne ablagern. Der reichhaltige Goldfund ist auf jeden Fall noch nicht in meiner Pfanne. Wirklich auch dran. Aber kein Gold. No Gold. Was haben wir falsch gemacht? Ich gehe es im Kopf immer wieder durch. Wo liegt der Fehler? Ich kann mit der Niederlage nicht leben. Einer von vielen zu sein, die es nicht gefunden haben, ja super. Möchte ich nicht. Hallo? Hey Maus, na? Na? Wie geht's dir? Ja gut, und dir? Ja, geht so. Mir geht's ehrlicherweise nicht so super. Was ist los bei euch? Ja, eigentlich gar nichts, ne? Also, da war nicht das drin, was ich mir erhofft hatte. Ich war so felsenfest überzeugt, dass an dem Bereich auch was ist und bin's immer noch. Hallo. Hallo, Carlo. Sag mal hallo, na? Papa. Hallo, Papa. Hallo, Carlo. Ja, wir vermissen dich alle. Der Carlo hat schon ganz oft nach Papa gefragt. Ich vermisse euch auch. Ich liebe dich, Schatz. Ja. Ich dich auch. Ciao. Tschüss. Ich finde toll, dass sie mir den Rücken frei hält. Und weiter an mich glaubt. Tut sie das? Glaube ich. Ja. Tut sie. Was heißt das für dich, an dich glauben? Ach. Ja, an mich glauben heißt, also jetzt nicht, dass ich unbedingt das Gold finde, ne? Sondern dass ich da weiter dran arbeite und halt nicht aufgebe. Ne? Und ich glaube, das imponiert und findet sie stark, hoffentlich. Und ja, das ist ein tolles Gefühl dann. Er hat sich da ganz schön verrannt. Für ihn wird das schon ein Gesichtsverlust. Weil er sich eben so sicher war und weil er das ja auch jedem quasi so gesagt hat, ne? Dass er das hundertprozentig weiß und ja, ich glaube schon, dass er da halt dran zu knacken hat, dass er dann eben wieder diese Bestätigung nicht bekommt. Goldfield. Hier treffen sich jedes Jahr die Veteranen der Suche nach der Lost Dutchman Mine. Alles Männer, die ähnlich ticken wie André. Clay Worst ist 94 Jahre alt. Die Hälfte seines Lebens hat er nach der Mine gesucht. Vergeblich. I would not take $1 million tax-free today in exchange for my memories, my precious memories. Most of the time I spent was spent alone. And you're not distracted by the needs of other people. It's simply you and the problem.
the problem you have to solve. And there's no distraction. It's beautiful. My advice, don't quit. Maybe tomorrow. Nach dem Abend mit den Veteranen haben André und Patrick wieder neuen Mut gefasst. Sie wollen ihr Glück noch einmal versuchen, diesmal auf der gegenüberliegenden Seite des Canyons. Gestern habe ich kassiert, heute stehe ich wieder auf und am Ende des Tages wird hoffentlich abgerechnet. Also André, du bist schon so ein bisschen besessen, ne? Falscher Ausdruck, glaube ich. Verrückt in dieser Geschichte würde ich sagen, ja, besessen würde ich nicht sagen, sondern ich glaube einfach, wir sind so nah dran. Das ist außergewöhnlich, das ist nicht verrückt. Du bist der Einzige, der das richtig macht. Die anderen machen das nicht. Du gehst da runter, weil du meinst, dass das Ding da ist. Und du gehst auch nächstes Jahr wieder runter, in 10 Jahren gehst du wieder runter. André möchte was anderes machen als andere Leute und der macht das. Es gibt nichts, was den da unten aufhält. Es ist eine Freude. Er ist nicht verrückt. André will die neuen Funde von anderen Goldsuchern einschätzen lassen, die er auf dem Veteranentreffen kennengelernt hat. Sie besitzen selbst eine kleine Goldmine. So, what we're gonna do is, I guess, we're gonna put it through the mill. Andres letzte Chance vor dem Rückflug. Wird er mit Gold nach Hause kommen oder mit leeren Händen? We had some chunks that kind of look like gold. Piece. Very hard to tell. Because they're so microscopic, it's hard to tell. Fantastisch. Also. Auch wenn es mikroskopisch klein ist. Egal. Gold zu finden, also ist eigentlich überall, aber wenn man es findet, ist es trotzdem irgendwie ein tolles Gefühl. Also. Ja. Wer geht schon raus, schlägt irgendwo einen Stein ab und da ist Gold drin. Da, dieses kleine Stückchen. Ist das cool? Hm. Ich merke schon, du bist nicht so begeistert. So richtig schönes Berggold. Jetzt stehen wir wieder da, wie wir vorher waren. Du hast da jetzt ein Pünktchen gefunden und weißt aber jetzt immer noch nicht, was ist da jetzt los. Und du musst ja dann quasi noch mal dahin fliegen, um Gewissheit zu kriegen. Ich kann es nicht sagen. Es ist, naja, du weißt ja, dass es mich eh wieder dahin zieht. Vielleicht bin ich ein bisschen zu sehr Träumer manchmal. Ein bisschen gesunder Realismus sollte vielleicht auch mal. Ah, ich weiß es auch nicht. Wie lange hält eine Beziehung auch sowas aus? Na, was soll ich sagen, ne? Die Beziehung hält es ja jetzt schon 7 Jahre aus. Die wird es auch weiter aushalten. Es wäre aber halt schön, wenn das Thema mal abgeschlossen wäre. Doch das ist es nicht. Noch am selben Tag schaut André nach Gold in den mitgebrachten Gesteinsproben. Ein zweites Goldkörnchen wird er darin nicht finden. Das nächste Ticket nach Phoenix, Arizona, aber ist schon gebucht.